Ja, guten Morgen. Ich bin hier am Amtsgericht. Der Prozess gegen mich und Robert ging schon um 9 los. Wir haben geguckt, dass ausreichend Patrioten auch im Saal sind. Deswegen waren wir schon um 8 hier. Hat auch ganz gut geklappt. Es kamen 15 Antifas oder so nicht rein. Es waren nur 8 Plätze überhaupt für Zuschauer. Am Ende wollte noch Richter Petersen unbedingt rein. Für den wurde eine Ausnahme gemacht. Richter Petersen ist der, der für die Grünen hier im Stadtrat sitzt und der mich seit Jahren auf dem Kicker hat, der sich immer in Gerichtsverhandlungen reinsetzt, wenn es irgendwie politisch wird. Und ja, es ging direkt sportlich los. Also es wurde ein Befangenheitsantrag gestellt gegen Richter Schuller. Es wurde gerügt, dass der Vertreter der Antifa, der natürlich einen Presseausweis hatte, dass er ein Tablet nutzen durfte, obwohl niemand mit Handy oder so rein durfte. Auch Richter Petersen durfte mit Handy rein und hat es auch benutzt, was wir auch gerügt haben. Richter Petersen hat es dann freiwillig abgegeben. Der Linksextremist wollte es partout nicht abgeben, hat quasi Vertrauen in Anspruch genommen. Ja, er macht sich ja nur Notizen, das macht er in allen Prozessen so. Ich habe dann beantragt, eben, dass sein Name protokolliert wird, weil er ein bekannter Linksextremist ist und auf allen Demos und halt Patrioten outet und ihre bürgerliche Existenz vernichten möchte. Ja, dann wurde noch beantragt, dass das Verfahren gegen Robert abgetrennt wird, weil er ohne Anwalt da sitzt. Seine Anwältin hat er beantragt, dass der Termin verlegt wird, weil sie in einem Großverfahren gebunden ist, und das hat der Richter abgelehnt. Gleichzeitig hat der Richter die Nebenklage des vermeintlichen Opfers zugelassen. Ja, also der Robert geboxt hat, wegen dem das Ganze losging. Auch ein Linker, ja, ein Wagenburgler. Freiburger wissen, was die Wagenburgler sind. Das sind Linksextreme, die halt einem eigenen Lebensstil frönen, eben in so Wagenburgen halt siedeln und ja, so einen alternativen Lebensstil pflegen. Ja, der hat Robert geboxt und ich habe ihn daraufhin mit Pfeffer eingesprüht. Und obwohl wir die Polizei vorher schon verständigt hatten, gab es diese Auseinandersetzung überhaupt. Nochmal zur Erinnerung, also es ging um die Plakate im Kommunalwahlkampf, die ich halt mit Robert aufgehangen hatte. 2 junge Linke kamen, um die Plakate zu entfernen, als wir schon weg waren. Wir haben das gesehen, haben sie gestellt, nicht angefasst, haben Polizei verständigt und gewartet. Und dann kam eben dieser Linksextremist und hat gefragt, was ist hier los? Und ja, meine ich, ja, Polizei ist gleich da, die wollten die Plakate beschädigen. Daraufhin stellt er sein Fahrrad weg und gibt Robert mindestens einen Boxer aufs Auge. Derweil habe ich Pfeffer geholt und habe ihn halt eingesprüht. Ja. So der Sachverhalt, und dafür soll ich hier wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt werden. Ja, der Richter hat sich jetzt erstmal eine halbe Stunde Zeit genommen, um die Anträge zu bearbeiten. Ich nehme an, er wird sich mit anderen Richterkollegen beraten. Er ist ein recht junger Richter, freundlich, aber natürlich mit politischem Auftrag. Ja, ich werde regelmäßig hier berichten. Jetzt gucken wir erstmal, wie es weitergeht. Bis dann.